Hey du, bist du bereit, dich von ein paar absolut verblüffenden optischen Täuschungen reinlegen zu lassen? Schau dir unsere 11 optischen Täuschungen an und schreib mir am Ende in die Kommentare, von welcher du am meisten beeindruckt warst. So, hier kommt das erste Bild. Schau es dir aufmerksam an. Was siehst du? Die meisten Leute sind sich sicher, eine 3D-Kugel auf einem gemusterten, einfarbigen Hintergrund zu sehen. Oder siehst du die Kugel vor einer flachen Ebene in der Luft schweben? In Wirklichkeit handelt es sich um ein 2D-Bild. Die Illusion entsteht durch die Anordnung der Muster. Ein weiteres 3D-Bild, das aber ganz flach ist. Ich weiß nicht, was du siehst, aber für mich sieht das nach Sanddünen aus, die wie eine Horde Zebras gestreift sind. Aber das ist nur ein Effekt, der durch die unterschiedliche Dicke und Position der Streifen entsteht. Jetzt schau dir dieses Bild an. Lass deine Augen darauf gerichtet. Siehst du es? Die Kreise bewegen sich. Du siehst eine relativ bekannte Bewegungstäuschung. Das Coole daran ist, dass sie zum Stillstand kommt, wenn du dich auf einen Teil des Bildes konzentrierst. Probier's aus! Und wenn du deine Augen wieder bewegst, bewegen sich auch die Kreise. Ist das nicht magisch? Diese Kreise sehen auf den ersten Blick unscheinbar aus. Aber wenn du deinen Kopf hin und her bewegst, während du dich auf den Punkt in der Mitte des Bildes konzentrierst, dann siehst du es. Die Kreise, die von den Rauten gebildet werden, drehen sich. Siehst du es? Wenn du deinen Kopf in Richtung des Bildschirms neigst, bewegen sie sich in eine Richtung. Aber wenn du dich vom Bild entfernst, bewegen sie sich in die andere Richtung. Ist das nicht cool? Willst du noch etwas Verblüffendes sehen? Dann schau dir dieses Bild an. Das Muster bewegt sich vertikal, stimmt's? Nicht wirklich. Es bewegt sich diagonal. Diese Täuschung zeigt, wie sich diagonale Streifen um den Pfahl ziehen. Aber für den Betrachter sieht es so aus, als würden die Streifen nach unten wandern und nicht um den Pfahl herumgehen. Warum ist das so? Weil du den Pfahl durch ein vertikales Fenster siehst, das dir nur wenige Informationen darüber liefert, was tatsächlich vor sich geht. Sieh dir diese Schönheit an. Hast du bei dieser kinetischen Illusion nicht das Gefühl, dass das Bild strömt, schimmert und sich bewegt und das alles auf einmal? Aber in Wirklichkeit zeigt das Bild nur einen Haufen gleichfarbiger Linien, die von einem gemeinsamen Zentrum ausgehen. Die nächste Täuschung, die ich dir zeige, ist wunderschön. Je länger du das Bild betrachtest, desto weniger statisch wirkt es. Das Bild scheint sich zu drehen, obwohl es sich gar nicht bewegt, nicht einmal ein bisschen. Diese Illusion entsteht, weil deine Augen auf die Größenunterschiede der Kreise und die Farbkontraste reagieren. Wow, dieses Bild ist leuchtend schön, oder? Aber starre nicht zu lange drauf. Du könntest sonst Kopfschmerzen bekommen und deine Augen schmerzen lassen. Jetzt, wo ich dich gewarnt habe, kommt es dir auch so vor, als würden sich die Ringe in entgegengesetzte Richtungen drehen? Ich weiß, dass dieser Effekt extrem stark ist, aber ich schwöre, das ist kein animiertes GIF. Es ist ein komplett starres Bild, aber das Design und die Farben lassen es so aussehen, als würden sich die Ringe bewegen. Hey, schau dir diese lila 3D-Landschaft an. Ist sie nicht bezaubernd? Aber die Sache ist die, es ist, du hast es erraten, kein 3D-Bild.
Dieses ungewöhnliche farbige Muster erzeugt diese Illusion. Hier ist noch eine 3D-Illusion. Diesmal ist es ein Schachbrett, das sich zu wölben scheint. Schau es dir genau an. Die Quadrate sind total gerade. Ihre Grenzen sind parallel und senkrecht. Aber dein Gehirn besteht darauf, dass sich dieses Bild wölbt. Die Erklärung liegt bei den Punkten. Sie berühren aber nicht die Grenzen der Quadrate. Da ist noch ein schmaler Rand, aber dein Gehirn interpretiert diese Ränder als Linien, was deine Wahrnehmung durcheinander bringt. Und statt der rechten Winkel erscheinen einige von ihnen spitz, während andere Winkel stumpf wirken. In diesem Bild sind alle Kanten entweder senkrecht, waagrecht oder in einem Winkel von 45 Grad. Aber siehst du das auch so? Ich wette, deine Antwort ist nein. Und hier ist noch eine Sache, die du mit diesem Bild machen kannst. Halte das Video an, sodass das Bild statisch ist, und schieb dann den Scrollbalken hoch und runter. Jetzt scheint es so, als gäbe es auch eine Bewegungstäuschung. Wahnsinn, oder? Dann lass uns jetzt herausfinden, wie diese optischen Täuschungen deinen Verstand austricksen. Ich meine, du weißt zu 100%, dass das, was deine Augen deinem Gehirn melden, falsch ist. Aber trotzdem siehst du, was du siehst. In der Wissenschaft ist man sich sicher, dass unser Gehirn oft unbewusst unsere Wahrnehmung so zurechtbiegt, dass sie unseren Erwartungen entspricht. Dabei füllt es Wahrnehmungslücken mit früheren Erfahrungen. Mit anderen Worten, es sind nicht deine Augen, die dir einen Streich spielen, sondern dein Gehirn, weil es das von deinen Augen gesendete Bild anders interpretiert. In Expertenkreisen heißt es, eine optische Täuschung ist eine Diskrepanz zwischen dem visuellen Eindruck und den tatsächlichen Eigenschaften des Objekts. Mir hat am besten die Illusion mit den hellen, rotierenden Kreisen gefallen. Welches fandest du cool? Teile deine Meinung in den Kommentaren.